Ja, Freunde, schönen guten Morgen, kurz vor 12 hier. Im Hause Krauer wird wieder aufgenommen. Alter, was ist das für ein Wetter in den letzten Tagen, bitte? Kam gar nicht aus dem Quark, ich bin weggeschwitzt einfach. Ich war weg. Ich habe gar nicht mehr existiert, Freunde. Ich war einfach weg. Ja. Freunde, wir haben schön im Pokal da gewonnen und davor auch das Spiel gegen Leipzig. Es war einfach krass, oder? Muss man einfach sagen. Angeschlagen war ich. Ich habe immer noch so ein bisschen mit dem Hals zu kämpfen. War aber scheiß drauf. Boah. Muss ganz einfach mal auf das Wetter eingehen, ja? Wir sollen hier die Woche 34 Grad haben. Fast jeden Tag. Um 35. Und wenn ich das hier sehe, ne, dann denke ich mir einfach nur... Manchmal meckern wir mal über das Wetter. Und dann, wenn das Wetter schön ist, dann meckern wir auch über das Wetter. Ja, wir meckern eigentlich immer nur, aber wir feiern doch erstmal hier die, ne, das neue Bild von Chris Müller. Er hat mir ein neues Bild von sich geschickt, super, danke schön dafür, hab ihn direkt auch ins aktuelle Cottbus-Torwart-Trikot gesteckt, den lieben Trappi, und das muss sein, ne? So, dann gucken wir mal in die Kommentärchen rein. Schönes Ergebnis gegen die Bullen, dazu wurde Leipzig gedükert, der Lirussi hat aktuell die Scheiße am Schuh. Ja, hat er auch gehabt, oder hat er immer noch. Was jetzt, ich lese jetzt erstmal die Kommentare von der ersten Folge davor, von Leipzig. Wie geht es eigentlich, mein Spieler? Schön, dass du wieder fit bist. Mal schön die Bullen geschlachtet. Ja, es geht so, mein lieber Timo. Guck mal, wie es dir geht. 23 Jahre alt, Timo Presser. 67 hast du mittlerweile. Bei Rosenheim 54 Tore. Ach ja, 54 Spiele, 54 Tore. Ach Mann! Ah! Schluss. 54 Spiele, 10 Tore. Ruhe. Aber das als Defensiver, muss man sagen, bei uns waren die defensiven Leute immer torgefährlich, ne? Ja. Sven schreibt, deine Sprüche gefallen mir sehr. Lass alles raus, was dir im Mund brennt, natürlich. Ich lass alles aus dem Auspuff, was quer sitzt, auch auf dem Klo überall. Ja, ich habe seit letzter Woche Urlaub, fahre nächste Woche nach Fulda, bleibe dort ein paar Tage und besuche mal nach langer Zeit wieder den Sportpark Johannissau, aber nur um eine Kerze aufzustellen, da es Borussia Fulda leider nicht mehr gibt. Ja, da war irgendeine Fusion, ne? Tut mir auch leid, aber schönen Urlaub für dich trotzdem, Ronny. Wir haben auch die Tage mal gequatscht, war nett. Ich habe auch erst gelb gelesen. Ja, Paulchen, das stimmt, da weiß ich auch noch, dieser eine Schiedsrichter. Ja, Freiburg ist auch nicht so gut drauf, ne? Ja. Freiburg ist ein sympathischer Verein, muss ich einfach sagen, ne? Aber gut drauf sind die nicht. Hier, auf Platz 5 stehen sie gerade. Meine Sommerferien bestand darin, dass ich 3 Wochen in den USA war. Wie war's denn, Javier? Geil, da möchte ich auch mal hin. Und Max Müller hat gar keine, wa? Ferien, was ist das? Ich habe Urlaub. Leider nur 6 Wochen. Dann wieder in die Schule nach 6 Jahren. Dann viel Spaß, mein Lieber. Naja, Kappa, ne? Und Leon hat, wir sehen's hier, weil das Angebot war gegen Dortmund, mit Dortmund. Sorry, ich hab deine Nachricht anscheinend überlesen. Wäre es lieber, wenn du mich noch immer nicht verkaufen würdest. Ich kann bestimmt noch auch für 80 Mitte entwickeln. Und wenn man 25 ist, entwickelt man sich ab da nicht mehr so stark. Dann bekommst du auch 40 bis 50 Mille. Am besten auch nicht zum BVB, auf keinen Fall zu RB, am liebsten nach England. Die zahlen auch oder viel. Oder Spanien. Und Rinkens würde gern das Gehalt, dass ich das anpasse, würde gern sehen. Und auch bei Müller. Ja, das machen wir sowieso. Jetzt kommt ja bald die Pause. Und Furzmulde ist auch back. Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Und Julok hat erst am 28. Ferien und Hertha BSC soll ich mir angucken. Malik André Blankenburg, das ist so ein geiler Name, ne? Können wir dir nicht einen Jungspieler geben mit diesem Namen, das ist einfach geil. Und die Russi ist ein Pechvogel, das ist richtig. Gucken wir mal hier die Hertha an, die Hertha. Das ist Hertha BSC, wenn wir in die Historie gucken, das sind die letzten... Boah, die haben so richtig scheiße gespielt, ne, die Lehre. Das ist eigentlich traurig für diesen Verein, ne? Hier ist der Kader. Gucken wir mal nach Talenten. Johannes Schirber. Das ist doch mal ein Rechtsverteidiger nach Maß, oder? Ja, Jungs, das ist doch...
Nervenstark gelassener Teamplayer, schnell zufrieden. Warum holen wir uns den nicht ran? Können wir nicht leihen, aber wir können den wahrscheinlich kaufen, ne? Finanzielle Schmerzgrenze. Ja, für den müsste bestimmt so 8,5 bis 9 zahlen, ne? Johannes Schürber. Wir waren ja eigentlich an jemand anders dran. So. Dann sind wir noch bei der anderen. Pokalspiele sind echt krass. Da haben wir ja auch noch gehabt. Da sind auch diverse Kommentare. Viel geiler geht's eigentlich gar nicht mit euch. Ja, Kevin hat erstmal geschrieben, dass er 1,5 Wochen im Urlaub war und hatte komplett abgeschaltet. Und er hatte auch recht. Ich freue mich, dass du wieder da bist, mein Lieber. Danke für die ganzen Kommentare. Ich habe überall ein Herzchen gelassen. Kannst du mich mehr trainieren? Natürlich, Simon. Und das machen wir ja auch immer. Ich trainiere dich ja nur, Junge. Diesen Jungen hier werden wir erstmal ins Blickfeld nehmen. Hör mal, Simon, wie könnte ich so jemanden wie dich vergessen, mein Lieber? So, Simon Push, den haben wir hier. Simon Push, was hast du nochmal? Hier. Du kommst rein für den Sarnoy. Ich werde einstellen, dass du aufgestellt werden musst. Als Innenverteidiger, du hast das bessere Talent, mein Bester. Mehr trainieren. Wir trainieren dich ja schon sehr, sehr gut, mein Lieber. Ne? Du kriegst das schon hin. So. Ach, scheiß auf den Platzverweis. Du weißt doch, den letzten Song. Ja, genau. Immer wenn einer vom Platz geflogen ist, haben wir gewonnen. FIFA mit Cottbus habe ich vor, ja? Hast du vor, Nico Schneider häufiger spielen zu lassen? Pokal oder willst du ihm verleihen? Ich wollte ihn eigentlich verleihen. Aber ich bin noch nicht so sicher, was ich mache, Moritz. Und Grüße an dich gehen rausgeflutscht. Schön, dass du mal wieder reinschaust. Natürlich. Pokalfight war geil, Kevin. Hast recht. Habe ich eigentlich Trainingsziele? Natürlich. Oh, oh. Hat er wirklich Trainingsziele? Wo ist er denn, der Herr Jäger? Wo ist er hin? War der in der A-Jugend? Wo ist der? Habe ich den mit hochgenommen? Da ist er. Mein Gott, wenn man ein paar Tage nicht aufgenommen hat, ne? Du hast Trainingsziele. Ja. Du hast Trainingsziele. Auf jeden Fall. Du hast auch schon 15 Punkte plus gemacht. Ich habe dich ja hochgezogen. Ja, das waren dann diese Kommentare. Und Dankeschön dafür einfach. Wieder für die Unterstützung natürlich. Kannst auch für Enrique mal rein, mein Bester hier. Zack, machen wir so. Ja, und dann hatten wir noch ein paar Kommentare gehabt auf FM Zocker. Erstmal vom Chris76. Schön, dass du mal schreibst. Das freut mich echt. Das ist ja immer noch... Ich bin ja immer noch Cottbus, sagt er. Also spricht er mich an, also dass ich immer da bin. Eigentlich, mein Lieber, müsstest du den Titel jetzt mal langsam ändern. Immer noch Cottbus, ja, weil ich das so hingeschrieben habe. Respekt, dass du so ein Langzeitprojekt veranstaltest. Ich sah mal wieder rein und muss feststellen, immer noch mit Elan und Herzblut dabei. Dankeschön. Ja, und dann IMJ natürlich, ne? Zuerst mal gute Besserung, Klimaanlage oder Sonnengrippe. Ich würde sagen Ventilator. Ich glaube, ich habe den einen Tag zu derbe abbekommen. Ja, und der Wetterumschwung natürlich. Nein, ich bin kein Lehrer. Und Ferien, ja. Ich bin zu Hause erstmal eine Zeit lang jetzt mit Urlaub und alles und ja, das genießt man auch. Bei liegen schon ein paar zurück, ja, bei mir auch. Wusste nicht, dass Gronal ein Zuschauer ist, da ist er. Leipzig wird nach 6 Minuten gedükert, hab mir Ruxungs Folge angeschaut, der hätte einen Traumstart. Ja, schaut auch mal bei Ruxung vorbei, ist auch ein toller Junge. Raphael hört zum 2-0, dabei bleibt er auch erstmal in der Kabine. Bleibt es in der Knie, Lirussi sieht... Ja, der, ehrlich, ey, ich muss einfach sagen, komischer Typ, dieser Lirussi. Der junge Kerk sieht sehr vielversprechend aus. Boah, wo war der denn schon wieder? Ey, ich hab so viele Leute, ne? Komm einfach nicht hinterher. Jungs, zeigt mir den Kerk, ich hab nix... Ah, warte mal. War das ein Top-Talent hier? Habe ich wieder einen überlesen oder was? Babak Kerk haben wir hier noch. Girano Kerk, ne? Ja, genau. Oder Girano, keine Ahnung. Der ist echt gut, ey. Mit guten Charaktereigenschaften, da hast du recht.
Also da könnte man auch mal drüber nachdenken, ne? Hamburg wird ordnungsgemäß gedükert. Lange währt die Freude jedoch nicht. Der Ninja Turtle Bittencourt holt sich gelb-rot ab. Ey, das war auch so krass, ne? Aber man muss einfach sagen, wer kann uns stoppen, ne? Wie du das so schön sagst. Müssen wir mal schauen, was dabei noch rauskommt. So, Kerk nehmen wir auch ins Blickfeld. So langsam muss man mal gucken, das haben wir ja schon hier gemacht. Dass wir uns sehen, also dass wir uns ein bisschen noch verstärken. Wir haben 29,4 Millionen. Ne? Jetzt gucken wir uns erstmal das Spiel an gegen Hoffenheim und danach können wir nochmal, gehen wir sowieso in die nächste Folge rein, wenn die Pause ist und dann können wir uns da ordentlich auslassen wieder, ja? Und wie sieht denn das aus hier? Wisst ihr, was sagt der StarCiv eigentlich? Der StarCiv kommt heute mal wieder rein. Adrian Will, den werde ich versuchen dann noch zu verleihen. Vinesh müsste auch mal wieder rein. Müssen wir mal gucken, wie wir das gleich machen mit den Wechseln. Wir lassen heute Konaté mal wieder von Anfang rein. So. Auf geht's im Spiel gegen Hoffenheim. Gebt euer Bestes. Es ist unsere Tradition. Gebt mir ein F. Gebt mir ein C. Gebt mir ein E. Ja, Freunde, 17. Spieltag. Die Hinrunde ist damit auch gleich beendet. Nach dieser Zeit stehen wir ja auf Platz 2. Mit 11 Siegen und einer Niederlage. Ich hoffe, dass das so bleibt bis zum Ende dieser Partie. Zweite Minute direkt die Chance. Freistoß. Raphael, mach eine Reinigung, komm. Schießt über das Tor aus 27 Metern. Und darfst du auch gerne mal machen, mein Bester. Da ich heute eigentlich nur noch mein Bester und mein Junge und mein geiler Bock. Timo Hörtnagel, Alter. Timo Hörtnagel! Das heißt doch Hörtnägel, oder nicht? Mein Gott, wenn man die reinschlägt, das tut weh. Wo hörst du das denn, mein Bester? Da schon wieder! Mein Bester. Freund, wie geht's dir? Seit 300 Minuten haben sie kein Tor mehr kassiert. Was? Warum? Was ist hier los? Zutzenhausen ist nervös und spielt zu heftig. Was ist das denn? Wer ist denn Zutzenhausen? Hä? Das google ich jetzt mal. Zutzenhausen. Gemeinde in Baden-Württemberg. Hat das damit was zu tun? Liegt das da in der Nähe? Anscheinend. Jawohl, Konaté 1-0, Freunde. Perfekt. Sehr, sehr schön. Hector liegt schön auf Ismail auf, aber der verzieht. Doch, Konaté, der rutscht da rein und schwängert das Tor der Hoffenheimer. Gronner mit einem diagonalen Pass in den Strafraum. Konaté stoppt den Ball und schießt dann drauf, aber bringt das Leder nicht mehr auf den Kasten, weil, naja, kein toller Schuss war. Eine Frau ist in den Innenraum eingedrungen und entrollt dort ein Pogo.de-Plakat mit einem großen Kaktus drauf. Mein Gott. Kerim frei. Hält drauf. Eckball. Müller hat gut aufgepasst. Damit die Ecke jetzt in der 27. Minute für die TSG Hoffenheim. Und Rudi wird sie treten. Er schaut lange nach der besten Anspielstation, bringt die Kugel herein. Aber Nastasic klärt. Dritte Liga geht ja jetzt bald auch los mit Cottbus, ne? Und dann kommt irgendwann die Bundesliga und dann geht's echt, echt los, Freunde. Ich freue mich schon wieder, wenn der Ball rollt. Ne, dass er rollen wird und dann geht's rund. Papadopoulos spielt also jetzt bei Hoffenheim. Der war ja bei Bayern eine Zeit lang. Wollten wir ja auch mal kurz haben, also haben wir mal drüber geschaut. Bittencourt weit auf Konaté. Aber das war ein ganz schwacher Ball. Und Gimba hat den Ball. So. 35 Minuten gespielt. Die nächste dicke Chance für uns. Gronner mit einem Millimeter genauen Pass in den Laufweg von Bittencourt. Der sofort die Ecke anvisiert, aber nicht mit Taha Ayhan. Wer ist denn das schon wieder? Ein Keeper mit einer 77, Freunde. Wow. So, jetzt Bittencourt hier. Aber Schuss von Asoisum platziert. Was sagt die Tabelle denn im Moment? Oh, im Moment sind wir sogar auf 1. Ruhig, ne? Also. Gunze kann weitermachen.
Boah, der hätte auch eine 74 gehabt. Hätten sie da Ersatz gehabt? Ja, mit Pichacic. Also mit man schon drei Linksaußen auf der Bank hat, du. Alter. Kunze gelb. Habt ihr das gesehen? Drei Linksaußen auf der Bank. Tolles Luftduell zwischen Konaté und Papadopoulos. Nach einer Ecke von Starzev. Papadopoulos setzt sich durch, bereinigt die Gefahr mit seinem viereckigen Kopf, ey. Das ist keine negative Aussage von mir. Der war halt richtiger Bulle bei uns. Ne? Der war halt ein richtiger Bulle. Mlaka, der schafft's aber auch nicht. Müller ist eine Macht dahin. Müller ist einfach Müller. 60 Minuten Nachspielzeit in diesem Sinne auch. Mit Sekunden meine ich natürlich. Oh, Freunde, ich rede mir den Mund fusselig. Habe ich da irgendwas? Könnt ihr mal eben nachgucken? So, was können wir da schon mal einen Wechsel vollziehen in der Pause? Eigentlich wollte ich uns jetzt nicht schwächen direkt, aber naja. Haben wir uns das vorgestellt? Zack. Und hier können wir... Hier würde ich sagen, machen wir es mal mit dem Ismail aus. Guckt euch mal dieses Teamwork an und die Stimmung. Einfach wieder göttlich, ne? Wah! So möchten wir das, so lieben wir das und so ist Cottbus, Freunde. Zweite Halbzeit, 46, direkt das dicke Ding am Land ziehen. Konaté mit einem Pass auf Grondal. Der leitet den Ball zu Bittencourt, der überwindet, bla bla bla. Ne, D. Oh. Der Stocher zu Konaté und der macht das 2-0. Bam! Ja, der Musa. Musa reinmachen, der Musa, wa? Haben wir auch noch nicht. Musa reinmachen. Wunderbärchen, Freunde. Harmlose Attacke. Gelbe Karte von Gotthard. So. Ja, so freut man sich darüber eigentlich, wie das so abläuft. Da muss man einfach glücklich sein, sagt man immer, ne? Also bitte. So. So, nimm mal einen Starzef rein mit der, raus mit der Note 2. Da bringen wir unseren lieben Herr Pascal rein. Und haben auch direkt die nächste Chance in der 62. Konaté ist da eigentlich ohne Chance, aber er kommt noch an den Ball, köpft aber am Tor vorbei. Ach, hört Nagel, ey, wenn ich diesen Namen mal höre. So, dann nehmen wir noch Nastasic raus mit 2 und gelb vorbelastet, dass er in der Rückrunde gegen Bayern natürlich dabei ist. Und bringen Lennart Müller rein. Und auch hier direkt wieder die Chance-Ecke vom Baba. Ayan kommt mit 2-3 Schritten raus, packt Sorin zu und hat den Ball. Wir haben nach, seit 400 Minuten kein Tor mehr kassiert. Was ist denn da los? Komm, Raphael. Geh auch du mal raus. Kann der Laszlo nochmal rein. Kramaric jetzt noch rein für Mlaka. Sind das eigentlich beides dieselben Landsmänner? Naja. Rudi, gleiche Höhe. Abseitsstellung. Ich hatte das mal gesehen, dass sie sich auf Facebook immer hier Pumps oder wie die Seite heißt oder das Önnische Gesetz immer über einen Rudi sich lustig machen. Wenn sie dann immer sagen, Birgit Prinz ist wieder da. Ja, ja. Fand ich immer schon ganz lustig. Na? Komm, Baba, jetzt hier. Mach doch mal was aus der Ecke. Schade. Er greift sich ja zu und hat den Ball. Konaté schüttelt das Köpfchen. Schade. Benesch legt den Ball rechts raus zu Ismail. Der flankt scharf in den Strafraum. Ayan rettet das Leder zur Ecke. Ayan oder Ayhan. Mein Gott. Ayan. Schade, Hecki Hector. Naja.
Jetzt wechseln sie. In der 87. bringen sie Hahn rein für frei. Ey, ihr seid doch dämlich. Sowas von dämlich. So ein gutes Team, ne? Jetzt kommt er erst mit euren Doppelwechsel. Wie dumm seid ihr? Wer ist denn der überhaupt dieser Kirsen? Der hat doch überhaupt keine Ahnung vom Fußball. Der alte Lappen, ey. Mein Gott, wie schlecht, Hoffenheim. Diesen Sieg nehmen wir gerne mit. Wichtiger Sieg, natürlich, ne? Ja, meine Mannschaft hat natürlich wieder gezeigt, dass es klappen kann, wenn man nur möchte hier. Ich habe auch genau richtig reagiert und Konaté natürlich gebracht. Düker hat dafür mal frei gehabt heute. Ja, gute Noten braucht man immer. Ergebnisse und wir sehen da. Siehe da, wir sind auf Platz 1 zurück. Als Herbstmeister, Freunde. Haha, ist das geil. Ist das schön, Freunde, oder? Geil. Mit nur einer Niederlage, ey. Krass, weil Hannover Bayern schlägt und 60 München schlägt auch Dortmund. Hamburg gewinnt 5-0 gegen Schalke. Und Leverkusen gewinnt 3-2. Also ich muss sagen, die haben für uns gespielt, die Jungs alle. Sehr schön. Zweite Liga, mal gucken hier. Bochum Pauli 2-2. Lautern verliert 2-1 und Rostock 1-1. Guck mal, hier ist Rostock. Lautern und Pauli sind so im Mittelfeld. Und dann gucken wir nochmal nach unseren Freunden, nach Rosenheim. Die leider auf 20 sind. Scheiße. Das ist scheiße. Boah. Können wir die nicht irgendwie unterstützen, die Jungs? Ich glaube, ich muss mir da irgendwas einfallen lassen. Oder hat hier der Beste mit der Durchschnittsnote mit Nastasic und Düker auf Platz 5 hier. Und der T kommt auch so langsam ran. Boah, da habe ich meinen rausgehauen. Ja, wir sind Herbstmeister, Freunde. Haben wir gesehen, in 62 aller Fälle Prozent hier wird er auch Meister. So. Thomas Schaaf ist der neue Trainer von Köln. Frank de Boer von Gladbach. Ja, Frank de Boer wechselt damit am 3. Am 3. ist er... Das sind zwei Frank de Boer, ne? Der ist am 3.12. ist er zu Gladbach gegangen, aber am 10. hat er AS Rom verlassen. Der hat schon vorher die verlassen. Die haben erst am 10. den Sanchez bekommen. So war das. Gut, dann haben wir das auch und Will wird dann zu Ingolstadt gehen. Das heißt für uns, wir müssen auf jeden Fall einen Rechtsverteidiger an Land ziehen. So, was ist hier? Oh, ha, ha, ha. Hallo Neuner Talent. Oh, ha, ha. Dennis Bouquet, Alter. Ja, natürlich nehmen wir den mit, krass. Ach, halt die Fresse, ey. Wow, geil, dieser Jungspieler, ne? Ja, genau, hier müssen wir nochmal gucken. Ach, schade. Gehen wir nochmal einen Tag weiter, nur einen. Dann haben wir erstmal die Senkrechtstarter, da ist Lennart Müller drin. 3 Punkte gemacht. So, Helmut Tyson, der hat auch eine 71. So, Laie von Leipzig. Hm? Simon Lorenzoni. Gut. Zweite Liga gucke ich da auch gerne rein. Condor ist dabei, sehr schön. Ja, aber der kann irgendwie nicht aus dem Quark, kann das sein? Schade. Ja, das gefällt uns doch natürlich wieder. Mhm. Dritte Liga. Daniel Lehmann. Ist ein 17-Jähriger. Patrick Rott. Mhm. Könnte man sich auch nochmal angucken für die zweite Mannschaft. Den haben wir schon sogar im Blickfeld. Okay.
Ja, dann habe ich einiges zu tun in der nächsten Folge. Internationale Klasse, Chris Müller. Ja, Freunde, da kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Dass dieser Torwart noch nicht für Deutschland spielt, ist einfach traurig. Guckt euch diese Werte an, der ist einfach überragend, der Junge. Krass, in weiteren Kreis sind Nastasic und Baumgartel. Auch top, einfach mein dynamisches Duo in der Innenverteidigung. Außenbahn, Baba, internationale Klasse. Wo soll der auch sonst spielen, der Junge? Können wir da jetzt mal was drehen? Mal noch nicht, mal gucken, vielleicht in der Rückrunde. Bittencourt im Blickfeld, bisschen schwach. Aber naja, unsere Außen sind nicht die besten, muss man sagen. Jonas Hector im Blickfeld, er hat ordentlich geackert, der Junge, ja. Den haben wir eigentlich nur als Backup geholt, aber profitiert von Lerussis Verletzung, ne? Ilie Sucio, das ist dieser Spieler, ne? Der wäre ein Traum, wenn der für uns spielen würde. So, Raphael, internationale Klasse. Und natürlich ist Carles Alenia hier. Das ist auch so ein Spieler, den würde man mit Handkuss nehmen, ne? So, Stürmer haben wir dann noch, Konaté und Düker, wobei ich Düker sagen muss. Ja. Im weiteren Kreis ist er immer noch da. Boah, war der war im Vorjahr auf 7, jetzt auf 8. Konaté hat ihn den Platz weggeschnappt, ne? Aber sonst muss man einfach sagen, kann man zufrieden sein. Gucken wir mal, ob sich hier noch jemand tummelt. Und, ach ja, kennt er noch den Schnellbacher? Den hatten wir doch mal bei Union. So, haben wir noch was? Jan Fornia. Okay. Vielleicht irgendjemand... Ja, hier. Sven Kondor ist auf 4. Herausragend. Sehr gut. Heute wird hier wohl keiner dabei sein oder sonst wer. La 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 la. So, dann würde ich sagen, war's das mit diesem Part. Und im nächsten Part geht's dann los. Mit der geilen Winterpause, wo wir ordentlich mal gucken werden, ob wir uns nicht ein... Ja, wir müssen einen Rechtsverteidiger uns holen. Oder sonst mal sehen, ob wir noch ein paar Talente an Land holen, ob wir uns die aus anderen Mannschaften klauen. Werden wir dann sehen und dann wird es auch weitergehen gegen Bayern in der Bundesliga in der Rückrunde als Herbstmeister, Freunde. Seid dabei im nächsten Part. Haut rein. Tschüss.